zweites Heimspiel im Jahr 2018. FC Hamburg gegen den FSV Jägersburg. Jürgen, wie ist die Lage der Mannschaft und wie holen wir morgen 3 Punkte? Die Lage der Mannschaft ist gut nach dem ersten Sieg im neuen Jahr. Und die Mannschaft hat sich gut präsentiert. Wir wissen natürlich auch gegen Jägersburg ein ganz anderes Spiel. Die haben schon mehr Qualität in der Mannschaft. Und von dem her wird es schon eine schwierigere Aufgabe werden. Soweit wir haben 2 Angeschlagene, Patrick Dullig und Ali Hahn. Da müssen wir gucken, ob sie noch schaffen für Freitag. Da müssen wir abwarten. Aber sonst der Rest ist alles fit. Im Hinspiel gab es einen Sieg in Jägersburg. Es war schon so ein bisschen Festtagsstimmung. Die Hütte war auf dem Platz, war voll. Wie erwartest du Jägersburg morgen? Wäre es nicht auch mal eine Möglichkeit gegen uns, das Heil in der Offensive zu suchen? Ja, natürlich. Ich erwarte schon ein bisschen offensiver, dass sie auch mitspielen werden. Aber natürlich schon aus der Defensive, aus der kontrollierten Defensive, sage ich mal. Ja. Aber sie haben schon mehr Qualität nach vorne und da werden sie ja auch zeigen. Von dem her müssen wir da schon defensiv aufpassen, dass wir da in keinen Konter laufen. Für dich als Trainer steht natürlich das Spiel gegen Jägersburg morgen erstmal im Fokus. In der Fanszene schwebt schon so ein bisschen das Spiel gegen Saarbrücken davor. Das sind doch für dich dann auch so 2 komplett unterschiedliche Welten, oder? Ja, was heißt unterschiedliche Welten, ist klar. Ich meine, Saarbrücken ist eine ganz andere Hausnummer. Aber für uns ist erstmal die Meisterschaft wichtig, ja, dass wir da jetzt nachlegen, den 2. Sieg holen und dann können wir uns in Ruhe aufs Pokalspiel vorbereiten. Noch ganz kurz zum Saarbrücken-Spiel und zwar, unsere Serie ist nach wie vor, wir sind ungeschlagen. Saarbrücken ist auch ungeschlagen. Reißt in der nächsten Woche eine Serie? Ja, wir wollen weiter ungeschlagen bleiben. Also.